Nach den Erfolgen von Tim im Lande der Sowjets und Tim im Kongo stand es Hergé endlich frei, Tim nach seinem Gusto auf Reisen zu schicken. Und so war nun der lange aufgeschobene Besuch von Amerika angesagt. Tim in Amerika erreicht am 3. September 1931 zum ersten Mal die belgischen Zeitungskioske. Wie gewohnt als zweiseitige Fortsetzungsgeschichte in Le Petit Vingtième, der Beilage des Vingtième Siècle. Im Jahr 1932 erscheint diese Geschichte dann in Heftform und 1946 schließlich in einer neu gezeichneten, kolorierten Version. Die geleisteten inhaltlichen Veränderungen zwischen der 32er und 46er Version sind beim Weiten nicht so massiv wie beim Tim im Kongo, doch durchaus vorhanden. Dazu später mehr. Tim in Amerika verbindet lässig zwei gänzlich unterschiedliche Narrative, die Hergé beide mit Amerika assoziierte, doch die so auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Da ist einerseits die Welt der Chicagoer Gangster mit Al Capone an der Spitze und auf der anderen Seite die Welt der Indianer, die den jungen Hergé durchaus faszinierten. Mit den Stereotypen, die oft über die amerikanischen Ureinwohner verbreitet wurden, wollte Hergé aufräumen. Das gelingt ihm hierbei mal besser und mal weniger gut. Doch verglichen mit dem distanzierten, paternalistischen Blick auf die Kongolesen im Tim im Kongo ist das hier bereits ein gehöriger Schritt vorwärts hin zu einer aufgeklärten Sicht der Welt. Tim in Amerika ist noch immer keine besonders gut erzählte Geschichte, doch zugleich ist es das letzte Heft mit einem relativ planlosen Ablauf. Immerhin versucht die Hergé bereits die Komplexität des Inhalts aufzuwerten und spannende und unerwartete Wendungen einzubauen. Doch er hat noch nicht die Kunst der MacGuffins für sich entdeckt und versteht es noch nicht, Tim eine konkrete Aufgabe zu geben. Und doch gibt es erste Ansätze dazu. So kommt Tim nach Amerika mit einer recht seltsamen und etwas losen Mission, die hiesige Gangster-Syndikate aufzumischen. Gleich am Anfang seiner Reise wird er von den Gaunern aus der Gang von Al Capone entführt, der mit ihm seit Kongo ein Hühnchen zu rüpfen hat. Doch der zentrale Antagonist dieser Geschichte ist nicht Al Capone, sondern Bobby Smiles, der Chef eines konkurrierenden Syndikats. Bobby Smiles bietet Tim an, mit ihm zusammenzuarbeiten und so Al Capone auszuschalten. Doch Tim lehnt nicht nur ab, sondern sorgt dafür, dass Bobby Smiles verhaftet wird. Dieser kann aber fliehen und versucht daraufhin, sich gleich zweimal an Tim zu rächen. Beide Anschläge scheitern und Bobby Smiles muss aus Chicago fliehen. Hier wird also die Aufgabe konkreter, denn Tim verspricht der Polizei, Bobby Smiles zu verfolgen und ihn dem Gesetz zu übergeben. Die Spur führt nach Redskin City, in das Reservat der Schwarzfuß-Indianer. Als Bobby Smiles erkennt, dass Tim ihn verfolgt, wiegelt er den ganzen Stamm gegen Tim auf, indem er ihnen erzählt, dass Tim ein Lügner sei, der Indianer hasst und sie nur ausbeuten möchte. Es folgt eine turbulente Jagd voller Actionszenen, zu Pferde, in Autos, unterirdisch. Ähnlich wie Tim im Lande der Sowjets ist auch Tim in Amerika ein rasanter, fieberhafter Kampf ums Überleben, der aus dem Indianerreservat alsbald wieder zurück in eine urbane Umgebung führt. Doch verglichen mit Tim im Lande der Sowjets ist hier der Humor deutlich intelligenter, stellenweise geradezu anarchisch gut. Tim in Amerika ist ein sehr kritisches Heft. Die Korruption und Gewaltbereitschaft der amerikanischen Polizei wird hier angeprangert. Ein Problem, an dem sich fast 100 Jahre später leider nur wenig geändert hat. Doch Hergé findet auch Platz, um die damals aufkommende automatisierte Fleischindustrie aufs Korn zu nehmen und er bemängelt die Rolle der Indianer in der modernen amerikanischen Gesellschaft. Dieser Punkt ist etwas stärker in der ursprünglichen Fassung hervorgehoben. Als Tim zum ersten Mal Redskin City betritt, stößt er auf einen bettelnden Indianer, der unter einem zynischen Schild der Stadtverwaltung
mit der Aufschrift »Vergesst die Roten nicht« sitzt. In der kolorierten Version aus der Nachkriegszeit schwächt Hergé diese bittere Betrachtung ab, indem er das Schild und alle Hinweise darauf, dass der Indianer bettelt, entfernt. Hergés Humor ist in diesem Band recht visionär. Es ist der amerikanische Massenkonsum und die Obsession für den Dollar, die hier durch den Kakao gezogen werden. An einer Stelle entdeckt der als Cowboy angezogene Tim in der Prärie zufällig Erdöl. Von allen Seiten bedrängen ihn Geschäftsleute und bieten ihm für das Grundstück einen immer astronomischeren Preis. Als Tim sie endlich zum Verstummen bringt und ihnen mitteilt, dies wäre gar nicht sein Land, da es den Schwarzfuß-Indianern gehört, rufen ihm die Spekulanten zu, hätten sie das nicht gleich sagen können. Sie gehen dann anschließend zu dem Häuptling und bieten ihm für das ganze Land $25 an. Als der Häuptling ihnen den Vogel zeigt, kommt alsbald die Armee und vertreibt die Indianer. 2 Stunden später sind die ersten Bautrupps da und am Nachmittag steht bereits eine typische amerikanische Stadt da mit Hochhäusern und verstopftem Straßenverkehr. Tim hatte es in der Zwischenzeit nicht einmal geschafft, sich umzuziehen. So schnauzt ihn noch am selben Tag ein Verkehrspolizist an. »Hey, Sie da, ziehen Sie sich mal ordentlich an, sonst verhafte ich Sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und achten Sie gefälligst auf den Verkehr, wir sind hier nicht im Wilden Westen.« Gerade dieser Scherz wurde später von allerlei ausländischen Verlagen bemängelt. Ohnehin gehört es viele Jahre zu Hergés Arbeit, ständig bei Neuauflagen leichte Veränderungen vorzunehmen, und zwar nicht nur einheitlich, sondern häufig nach den Anforderungen des jeweiligen Landes. Mal waren es die Briten, die ein bestimmtes Bild zu kritisch sahen, mal waren es die Amerikaner. Doch hier an dieser Stelle hatte Hergé seine Stellung behauptet. Er weigerte sich zum Glück, dieser Kapitalismuskritik aus dem Weg zu gehen. Hierin liegt eine der Ursachen, weshalb ich mich mit dem menschlich manchmal etwas komplizierten und schwierigen Hergé identifizieren kann. Denn sein Leben ist von der wachsenden Erkenntnis geprägt, dass die Außenwelt ihn gerne dazu einspannen würde, sich zu polarisieren und Stellung zu beziehen. Doch von Heft zu Heft erkennen wir, dass Hergé sich einer ideologischen Festsetzung verweigert. Für ihn ist nur der Schutz der Schwachen relevant. So war er ein Gegner des Kommunismus und ein Gegner des Kapitalismus gleichermaßen, denn er stellte schnell fest, dass gerade alte und kleine Völker unter beiden Systemen gleichermaßen verdammt waren. Tim in Amerika markiert auch den Beginn einer Inspiration, die für viele Folgebände von Tim und Struppi sehr relevant werden soll. Ich spreche von der subversiven Zeitschrift Le Crapouillot. Le Crapouillot, zu Deutsch das Schrapnell, hatte es Hergé für viele Jahre angetan und das Magazin lieferte ihm zahlreiche Ideen, die wir in Tim und Struppi wiederfinden. Und das ist auch deshalb spannend, weil Le Crapouillot keine Zeitschrift für Kleinbürger war. Der Stil war satirisch, kantig und unangepasst. Der Markenkern lautete, über all jene Dinge zu berichten, über die andere Zeitungen nicht sprechen wollten. Bereits damals, in den 20er Jahren, gab es die Vorstellung einer Mainstream- oder Establishment-Presse, die nur über das berichtete, was den gehobenen Kreisen und der Politikerzunft in den Kram passte. Le Crapouillot machte es sich zur Aufgabe, genau diese Lücke zu füllen. Da wurde Propaganda aufgedeckt, über Prostitution in Zeiten des Krieges gesprochen, über Homosexualität in der Armee, über moderne Kunst, über das Judentum, über die Kolonien und die Kirche. Der Geist hierbei lag teils in einem eher freiheitlichen, anarchischen Lager oder in einem eher libertären Rechtsradikalismus. Doch die Herausgeber achteten darauf, dass man sie hierbei kaum festnageln konnte. Viel später erst, also in den 70ern, 80ern und 90ern, driftete das Magazin massiv ins rechte Lager, zu dem es ohnehin schon immer einen gewissen Draht hatte, und wurde schließlich eine regelrechte Neonazi-Zeitschrift. Für Hergé wurde Le Crapouillot eine Informationsquelle für wenig beackerte Themen. Doch was wichtiger war, die Zeitschrift legte großen Wert auf Fotostrecken und gutes Bildmaterial. Hergé hatte an dieser Stelle bereits erkannt, dass Comics, ein Ausdruck, der damals übrigens noch gar nicht in Gebrauch war, also dass Comics durchaus grafische Herausforderungen darstellen konnten, anstelle nur simple Cartoons zu sein, die ständig alle nur aus dem Profil zeigten. Und dafür brauchte er starke Bilder zur Inspiration oder gar als Vorlage. Heute sagt man gerne, dass große Künstler hervorragend zu stehlen verstehen. Niemand war besser darin als Hergé. Er liebte es, ausdrucksvolle Fotografien als Vorlagen für seine Zeichnungen einzusetzen und er schuf damit tolle Bildpaneele. So stellt Tim in Amerika sicherlich einen kleinen Meilenstein des Tim und Struppi-Universums dar. Die Geschichte ist zwar noch nicht sehr ausgefeilt, doch praktiziert Hergé hier zum ersten Mal jene Detailrecherchen, die später für seine Arbeit so kennzeichnend sein sollten. Er besucht das Völkerkundemuseum in Brüssel, wo er die indianische Kleidung studiert und analysiert
und auch die Fotografien der Reiseschriftsteller René Thévenin und Paul Cose. Doch ein Beitrag hatte einen besonderen Einfluss auf Hergé, während er an Tim in Amerika gearbeitet hatte. Es war das im selben Jahr erschienene Buch Saint de la vie future, auf Deutsch Spiegel der Zukunft, des moralistischen Autors Georges Duhamel. Darin stellt sich Duhamel deutlich gegen den American Way of Life und beschreibt dessen Modernismus und dessen kapitalistische Vollautomatisierung als dumpf und seelenlos. Daraus allerdings abzuleiten, dass Hergé ein Anti-Amerikanist war, würde hier viel zu kurz greifen. Hergé hatte eben ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Amerika. Und an dieser Stelle möchte ich die Frage stellen, haben wir das gegenwärtig nicht alle? Denn Hergé war nicht nur von den Indianern fasziniert, sondern liebte auch das amerikanische Kino. Er war ein großer Fan von Charlie Chaplin, begeisterte sich für diese neuartige Architektur, die gerade einem Zeichner tolle Motive bot. Doch das Konsumverhalten und die propagandistischen Werbelügen der Geldleute, die offensichtlich schon damals das ganze Land kontrollierten, stieß ihn mächtig auf. Und dass Hergé im Kielwasser von Georges Duhamel in nur wenigen Paneelen die grauenvollen Massenschlachthöfe von Chicago kritisiert, sehen wir zum ersten Mal jenen Visionär, der eines Tages so großartige Meisterwerke wie Tim und die Picaros oder Kohle an Bord erschaffen würde. Am Ende der Geschichte werden Tim und Struppi zu einem Bankett eingeladen, wo ihnen die Oberschicht für ihren Einsatz gegen das organisierte Verbrechen huldigt. Hier, tintinologisch interessant, sehen wir zum ersten Mal Roberto Rastapopoulos gleich zu Tims Linken sitzen. Die beiden kennen sich noch nicht. Doch Rastapopoulos wird schon bald Tims ärgster Feind werden. Abbé Vallès, der Chefideologe hinter Hergé, dürfte mit dem Resultat zufrieden gewesen sein. Die erzkatholische Lobby, die er vertrat, hatte mit den Sowjets nur geringfügig mehr Probleme als mit dem entfesselten Turbokapitalismus der US-Amerikaner. Dennoch markiert Tim in Amerika eine einvernehmliche Emanzipierung Hergés von dem Einfluss des Priesterredakteurs. Denn der Name Hergé ist im Begriff, einen Prominenzstatus zu erlangen. Damit erlangt der junge Zeichner zum ersten Mal jene Machtposition, die ihm erlaubt, mehr Bedingungen zu diktieren, doch vor allem den eigenen Inhalt zu bestimmen. Wie in den vorangegangenen Ausgaben möchte ich mal drei Paneele oder Bilder hervorheben, die man als Höhepunkte dieses Bands ansehen kann. Und hier ist die Auswahl schon mal deutlich besser als bei den ersten beiden Geschichten. Erstens möchte ich die schwarz-weiße Originalversion von 1930 nehmen. Hier hatte Hergé einen kolorierten Zwischenteil angefertigt, der Tintin mit Pistole in der Hand auf der Trittfläche eines typischen Autos dieser Zeit zeigt, während er durch Chicago rast. Hier haben wir es mit einem der ersten wirklich makellosen Tintin-Bilder zu tun. Zweitens, für mich das zweifelsohne coolste Bild des gesamten Bandes ist die Außenfassade auf Seite 10, als Tintin zwischen zwei Fenstern klettert. Das Bild ist von einer ganzzeitigen Fotografie in Le Crapuyot inspiriert. Die geometrische Ästhetik ist hier fantastisch. Und schließlich das vorletzte Bild. Es zeigt Tim und Struppi an Bord eines Schiffes, das sie nach Europa bringt. Sie blicken auf das langsam dahinschwindende New York. Hergés Abschiedsbilder waren stets großartig und auch mal in Übergröße. Dies ist mehr ein kleines, bescheidenes Panel, doch voller Atmosphäre, einfach hervorragend. Bezüglich der Bewertung möchte ich Tim in Amerika 3 von 5 Sternen geben. Wir haben es hier noch nicht mit jenen Meisterwerken zu tun, die noch folgen sollten, doch ist dies ein würdiger Vorgeschmack und in gewisser Weise markiert dieses Heft auch das Ende der Lehr- und Schöpfungsjahre von Tintin. Von jetzt an wird es nur noch eine Option geben, den Griff nach den Sternen.